Hier sehen Sie weitere Ausdrücke, die wir schon gesehen haben, arithmetische Ausdrücke, verschiedenste Art mit verschiedenen arithmetischen Operationen. Hier sehen Sie einen boolschen Ausdruck, i kleiner 10, also true oder false wird zurückgeliefert. Hier eine Variation dieses boolschen Ausdrucks. Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, dass Methodenaufrufe, die Aufrufe von Methoden mit Rückgabewerten, tatsächlich auch Ausdrücke sind. In diesem konkreten Fall auch wieder ein boolscher Ausdruck, true oder false. Das heißt also, wir können festhalten, Ausdrücke sind etwas, was einen Wert zurückliefert. Und dieser Wert hat dann natürlich auch einen Typ, in diesem Fall Boolean. Hier sehen Sie ein komplexeres Beispiel aus den Foliensätzen mit verschiedenen einzelnen Beispielen, wo wir zusammen nochmal sehen können, dass Ausdrücke, komplexe Ausdrücke aus einfachen zusammengesetzt sind. Nehmen wir zum Beispiel mal hier die dritte Zeile auf der rechten Seite. I alleine ist ein Ausdruck, ein ganzzahliger Ausdruck. I mal I ist ein Ausdruck, immer noch ganzzahlig. I mal I modulo 50 ist ein Ausdruck, immer noch ganzzahlig. Das Ganz jetzt kleiner 20 ist immer noch ein Ausdruck, aber hat jetzt einen anderen Typ, nämlich Boolean, true oder false. Und so die anderen Beispiele auf dieser Folie vergleichbar. Hier ein ähnlich gelagertes Beispiel aus einem anderen Kontext auf den Foliensätzen. Der Aufruf einer Methode mit Rückgabewert ist für sich genommen ein Ausdruck. Der Wert ist eben der zurückgegebene Wert und der Typ ist der Rückgabetyp dieser Methode. Die Addition zweier solcher Ausdrücke ist wieder ein etwas komplexerer Ausdruck. Der Wert ist eben genau die Summe von beiden. Mit Modulo 2 hinten rangehängt, ist das immer noch ein ganzzahliger Ausdruck. Und mit gleich 0 dann am Ende wird daraus dann wieder ein boolscher Ausdruck, true oder false. Also halten wir fest, nicht immer, nicht zwangsläufig, wir werden auch andere Beispiele sehen, aber im Großen und Ganzen haben Ausdrücke in Java und in anderen Programmiersprachen sehr viel mit den primitiven Datentypen zu tun. Und deshalb schauen wir uns die primitiven Datentypen noch mal etwas kürzer an. Die einfachsten Ausdrücke, die man mit primitiven Datentypen konstruieren kann, sind Literale. Sie sehen hier 6 verschiedene Literale vom Datentyp Long. Also der Wert ist jeweils der mehr oder weniger selbe, plus oder minus 123. Und mit dem L hinten dran, das hier soll ein kleines L sein, das ist ein großes L, mit L hinten dran wird ausgesagt, der Typ dieses Literals ist nicht wie normal. Ohne das L hinten dran wäre er int. Mit dem L hinten dran ist er long. Analog gebrochenzahlige Literale, die sind vom Typ Double, wenn nichts weiter dabei steht. Also alle diese neuen Literale sind vom Typ Double. Hier haben wir wissenschaftliche Notation. 1,2 mal 10 hoch 34 liest sich das als ein Beispiel. Und mit einem F hinten dran wäre das dann nicht Datentyp Double, sondern Datentyp Float. Datentyp Boolean hat nur diese beiden Literale. Jetzt sehen wir auch, wir hatten immer wieder gesagt, dass True und False und das dritte war Null, dass das keine Schlüsselwörter sind. Es sind keine Schlüsselwörter, aber trotzdem dürfen Identifier nicht so heißen. Jetzt sehen wir, was sie wirklich sind. True, False und Null sind Literale. True und False sind Literale des Datentyps Boolean und Null ist, das einzige Literal für Referenztypen. So, und beim Datentyp Boolean haben wir auch diverse Operatoren, die wir uns noch nicht näher betrachtet haben bisher in diesen Videos. Das kann man sich am besten immer mit einer Wahrheitstabelle ansehen. Hier sehen Sie die drei wichtigsten Operatoren, die True oder False zurückliefern. Wahrheitstabelle heißt, wir haben hier zwei Variablen vom Typ Boolean, A und B, die jeweils also False oder True sein können. Und hier sehen Sie in 4 Zeilen die 4 verschiedenen Fälle, welche Werte A und B haben können. Und dann sehen Sie im Vergleich, um zu erkennen, was diese Operatoren machen, jeweils dann in jeder Zeile den Wahrheitswert dieses Ausdrucks jeweils. Also nicht A, Verneinung von A liefert genau das Gegenstück zu A. A und B, wie dieser Aussprache schon suggeriert, ist genau dann true,
wenn A true ist und B true ist. A und B sind true nur in dieser letzten Zeile und nur hier ist A und B true. A oder B, das ist inklusiv oder. Das heißt also, A oder B in der letzten Spalte ist true, wenn A true ist oder wenn B true ist oder wenn beide true sind. Also nur dann, wenn beide nicht true sind, in der ersten Zeile also, ist A oder B false. Und hier auf dieser Folie sehen Sie Beispiele dafür, dass man genauso wie mit arithmetischen Operatoren, auch mit booleschen Operatoren, mit Variablen und Literalen des Datentyps Boolean, dann beliebig komplexe Ausdrücke, die immer einen booleschen Wert haben, einen booleschen Typ haben, also true oder false zurückliefern, dass man da beliebig komplexe Ausdrücke gestalten kann. Was noch bleibt als primitiver Datentyp, den wir noch nicht jetzt hier in diesem Video behandelt haben, ist Char. Die Literale sind ganz einfach die verschiedenen Zeichen, die man so angeben kann, jeweils in eins einfache Hochkommas gesetzt. Wir haben schon in einem anderen Video gesehen, dass es daneben auch noch andere Zeichen gibt, die nicht in dem Sinne schreibbar sind, beziehungsweise dass die Sonderzeichen, die für die Angabe von Literalen vom Datentyp Char wichtig sind, dass die nochmal eine Sonderumschreibung haben, um sie dann tatsächlich explizit anzusprechen. Und wir haben auch schon in einem anderen Video gesehen, dass hier, dass man auch Literale haben kann in der Form Backslash U mit einem Hexadezimalcode für dieses Zeichen, was Sie ausdrücken wollen, in diesem Beispiel Groß Omega. Sie müssen nicht mit Hexadezimalcode wirklich herumhantieren, um solche Zeichen wie etwa griechische Klein- und Großbuchstaben anzusprechen, sondern Sie finden im Internet unzählige Kopien der Tabelle von dem Zeichensatz Unicode, der hinter dem Datentyp Char steckt. Hier sehen Sie noch ein paar Beispiele für komplexere arithmetische Ausdrücke. Brauchen wir jetzt sicherlich nicht einfach durchzugehen. Sprechen für sich selber. Hier sind Beispiele, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, arithmetische Kurzformen von irgendwelchen Zuweisungen. Das passt tatsächlich in ein Video über Ausdrücke, denn wird nicht lange dauern. Dann werden wir sehen, dass das tatsächlich auch Ausdrücke sind. Aber hier halten wir erst einmal nur kurz fest: Es gibt solche Kurzformen. Dieser Ausdruck hier unten, i plus gleich 5, ist dasselbe wie hier oben. Und dann haben wir auch schon gesehen: i plus plus und i minus minus. So, hier haben wir die wichtigsten, die für uns hier wichtigsten Operatoren auf arithmetischen Zahlentypen. Und was der Wert ist, der herauskommt, beispielsweise bei einer Addition, sollte natürlich klar sein. Das, was man eben erwarten würde bei einer Addition oder Subtraktion, Multiplikation, Division und so weiter. Die Frage, die darüber hinausgeht, ist aber, was ist der Ergebnistyp jeweils? Und die Logik ist ganz einfach. Alle Ausdrücke, die nur Werte von den ersten vier Datentypen in dieser Reihenfolge enthalten, haben als Ergebnistyp int. Wenn die ersten fünf vorkommen, also insbesondere wenn long vorkommt, plus irgendwas aus den ersten vier vielleicht, dann ist der Ergebnistyp long. Wenn außerdem noch f vorkommt, float vorkommt, Entschuldigung, aber noch nicht double, dann ist der Ergebnistyp float. Und wenn auch double vorkommt, dann ist der Ergebnistyp double. So, hier sehen Sie Ausdrücke, bei denen jeweils einer der beiden Operanden oder sogar beide vom Typ double sind. Da kommt jeweils dann dementsprechend nach dieser Logik double heraus. Nun ist noch bei den Typen zu beachten, wenn Sie so eine Zuweisung haben, rechter Hand haben Sie einen Ausdruck in dem einen Typ, linker Hand haben Sie irgendeine Speicherstelle von einem anderen Typ. Unter welchen Umständen können Sie das einfach so hinschreiben, wie wir das jetzt hier hingeschrieben haben, als implizite Konversion? Immer dann, wenn der Datentyp auf der rechten Seite vollständig reinpasst in den Datentyp auf der linken Seite. Also zum Beispiel passt Byte in int ganz rein,
Jede einzelne Zahl, die sich in Byte darstellen lässt, lässt sich auch in Int darstellen. Deshalb können wir das einfach so schreiben. Es ist eine ungefährliche Operation. Es kann nichts passieren. Also dürfen wir es einfach so hinschreiben. Alle anderen Konversionen sind gefährlich, nämlich weil ja nicht jede Zahl, die auf der rechten Seite steht, unbedingt in dem Datentyp auf der linken Seite darstellbar ist. Ja, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir wissen, was wir tun. Und der Compiler erinnert uns daran, dass wir hier wissen, was wir tun, dass wir daran denken, dass wir uns das genau überlegen, indem er uns zwingt, hier eine explizite Konversion zu machen, hier explizit in Klammern den Zieltyp, in den wir den Wert konvertieren wollen, tatsächlich hinzuschreiben. Was wir also hier haben ist, es ist der Gesamtausdruck char in Klammern angewendet auf i, hat denselben Wert wie i, aber einen anderen Typ. I hat den Typ int, char von i hat den Typ char, aber denselben Wert. Und da dieser auf der rechten Seite der Gesamtausdruck jetzt vom Typ char ist, ist es auch kein Problem, dann diesen Wert rüber zu kopieren in die Variable c. Wir haben auch schon mit char herumgerechnet in einem anderen Video. Hier sehen Sie, gucken wir einfach hier nach unten. Lower A ist für sich genommen ein Ausdruck vom Typ char. Ja, jeder Identifier, der einen Wert bezeichnet, ist ein Ausdruck für sich, so wie das Literal ein Ausdruck für sich ist. Div ist entsprechend ein Ausdruck vom Typ int. Und da jetzt wir haben gesagt, alles was zum Beispiel char und int enthält, hat als Ergebnis Typ int. Das heißt also, die Differenz hier in Klammern hat als Ergebnis Typ int. Wir wollen dieses Ergebnis aber in einem char wieder speichern. Deshalb müssen wir wieder explizit konvertieren. Hier auf der Gesamtausdruck auf der rechten Seite inklusive dieser expliziten Konversion hat denselben Wert wie diese Differenz hier in Klammern. Nur nicht mehr den Typ int, sondern den Typ char. Was wir noch ausgelassen hatten bisher in diesem Video, war der Bedingungsoperator. Das ist ein ternärer Operator, ein Operator mit drei Operanden. Sie sehen hier den ersten Operanden vor dem Fragezeichen, zwischen Fragezeichen und Doppelpunkt den zweiten Operanden und nach dem Doppelpunkt den dritten Operanden. Was der Bedingungsoperator macht, das kann man sich am besten ansehen durch Vergleich mit einer Konstruktion, die Sie kennen, wo Sie genau sehen können, was da passiert. Wir können es auch versuchen, hier vorzulesen. Z wird ein Wert zugewiesen, und zwar abhängig von diesem ersten Operanden. Nämlich, wenn dieser erste Operand true, dieser erste Operand muss vom Typ Boolean sein, wenn der true ist, dann wird z der Wert vom zweiten Operanden x zugewiesen. Ansonsten, wenn der erste Operand false ist, wird z der Wert vom dritten Operanden hier dieser Klammerausdruck zugewiesen. Und Sie sehen dann auch, dass zwei Typen im Prinzip involviert sind. Einerseits der Typ Boolean für den ersten Operanden und dann müssen x und dieser Klammerausdruck jeweils einen Typ haben, der implizit konvertierbar ist in z. Wenn er nicht implizit konvertierbar ist in Z, dann müssen wir halt explizit konvertieren. Und dann ist dieser Gesamtausdruck inklusive expliziter Konvertierung trivialerweise wieder implizit konvertierbar in Double. Das funktioniert dann wieder. Wenn wir jetzt solche komplexeren Operationen haben, komplexere Ausdrücke aus einfacheren Ausdrücken konstruieren, dann kann man natürlich überall Klammern rumsetzen, um zu erzwingen, dass die Auswertungsreihenfolge die ist, die wir haben wollen. Brauchen wir aber in Java nicht, denn Java hat gewisse Bindungsstärken schon eingebaut und solange wir diesen Bindungsstärken folgen, brauchen wir nichts in Klammern zu setzen. Wir hatten schon gesehen, dass in Java Punkt vor Strichrechnung gilt, so wie in der Schulmathematik, so wie hier. Also egal, ob hier x mal y plus z oder z plus x mal y ist, zuerst wird die Punktrechnung ausgeführt, die Multiplikation, danach erst die Addition. Wenn wir es anders haben wollen, wenn wir hier zuerst y plus z addieren wollen und das Ergebnis mit x multiplizieren wollen, dann müssten wir y plus z in Klammern setzen.
Dann wird y plus z zuerst ausgeführt. So, jetzt haben wir hier zwei Operanden, zwei Operatoren, der Test auf Gleichheit und der Test auf Kleiner. Die haben unterschiedliche Bindungsstärke. Ich sollte vielleicht dazu sagen, sie finden unzählige Kopien der Tabelle der Bindungsstärken in Java im Internet. Brauchen wir uns hier nicht nochmal ansehen. Da sehen Sie dann die hierarchische Aufeinanderfolge, dass beispielsweise diese Größenvergleichsoperatoren wie kleiner stärker binden als der Test auf Gleichheit. Das heißt, was hier in dieser Zeile steht, ist, das muss hier eine boolesche Variable sein. B, dieser Gesamtausdruck ist true, genau dann, wenn der Wert, der in B steht, true oder false, wenn der gleich dem Wahrheitswert von x kleiner y ist. Also wenn x kleiner y ist und b gleich true ist, dann ist hier true. Und wenn x nicht kleiner y und der Wert in b false ist, dann ist hier auch das Gesamtergebnis true. Sonst in allen anderen Fällen ist das Gesamtergebnis false. Hier sehen Sie weitere zwei Operatoren, der Test auf Gleichheit rechts und die Zuweisung links. Und die Bindungsstärke von dem Test auf Gleichheit ist höher als die Bindungsstärke von der Zuweisung. Das heißt, auch hier muss b wieder eine boolesche Variable sein und b wird einen Wahrheitswert zugewiesen, nämlich der Wahrheitswert true oder false von diesem boolschen Ausdruck x gleich y. Also wenn x gleich y ist, dann steht hinterher in b der Wert true. Wenn x ungleich y ist, dann steht durch diese Zuweisung hinterher der Wert false. Hier sehen Sie jetzt Vergleich Bindungsstärke mit dem Test auf Gleichheit bzw. Ungleichheit. Tatsächlich bindet der Test auf Gleichheit bzw. Ungleichheit stärker als der Bedingungsoperator. Das heißt, a gleich b ist tatsächlich der erste Operand für den Bedingungsoperator, c gleich d ist der zweite Operand und e ungleich f ist der dritte Operand dafür, weil eben gleich gleich bzw. Ausrufezeichen gleich stärker binden als Fragezeichen Doppelpunkt. Hier unten sehen Sie dann nochmal den Bedingungsoperator im Vergleich, nun im Vergleich mit dem Zuweisungsoperator. Der Bedingungsoperator ist sehr, sehr schwach, wie wir jetzt hier eben gesehen haben, bindet sehr schwach, aber bindet immer noch stärker als der Zuweisungsoperator. Das heißt, was hier steht, ist, was man erwarten würde, wenn man das liest. A ist abhängig von B, entweder gleich x oder gleich y. So, wenn wir jetzt haben wir gesehen, wenn wir mehrere Operatoren von verschiedener Art haben, wie sieht es aus, wenn wir mehrere Operatoren von gleicher Art haben, dann kommt die Auswertungsreihenfolge ins Spiel. Auch das finden Sie in den Tabellen über die Bindungsstärke von Java-Operatoren zuhauf im Internet. Zum Beispiel bei der Subtraktion kommt ja durchaus ein unterschiedliches Ergebnis raus, ob ich zuerst c minus d und das Ergebnis abziehe von b und das Ergebnis abziehe von a oder ob ich es umgekehrt von links nach rechts mache. Von a ziehe ich zuerst b, dann c, dann d ab. Und tatsächlich ist die Auswertungsreihenfolge so, wie man es intuitiv erwarten würde. Dieser Ausdruck wird so ausgewertet, dass von A zuerst B abgezogen wird, dann wird vom Ergebnis C abgezogen, dann wird vom Ergebnis D abgezogen. Hier haben wir jetzt etwas, darauf werden wir noch systematischer zu sprechen kommen, gleich. Die Zuweisung hat erstmal einen Effekt. Diese Zuweisung C gleich D hat erstmal den Effekt, dass C überschrieben wird mit dem Wert von D. Aber es hat auch noch einen Rückgabewert, ist also tatsächlich auch ein Ausdruck. Der Rückgabewert ist dieser Wert, der zuerst nur in D stand und der nach diesem Effekt dann sowohl in D und auch in C steht. Dieser Wert wird hier zurückgeliefert, wird durch die Zuweisung B zugewiesen und hier passiert dieselbe Logik. Dieser Wert wird, der B jetzt überschreibt, wird dann A zugewiesen. Das heißt, effektiv steht durch diese Kette das in ABCD, was man intuitiv erwarten würde, nämlich der Wert, der ursprünglich nur in D stand, wird C, dann B, dann A zugewiesen. Alle vier haben diesen Wert, der ursprünglich nur in D stand. Wir müssen noch hier zwischen zwei Arten von Ausdrücken unterscheiden. Das erste sind die Rechtsausdrücke. Das sind
Hier sehen Sie noch ein paar erste Beispiele dazu. Das sind zunächst mal Ausdrücke, die Typ und Wert haben. Mehr müssen Sie nicht haben. Sie können noch mehr haben. Wir werden gleich noch einiges sehen. Aber Sie müssen nur Typ und Wert haben. Warum heißen die Rechtsausdrücke? Weil sie bei einer Initialisierung oder bei einer Zuweisung auf der rechten Seite stehen können. Deshalb müssen Sie einen Typ und einen Wert haben, aber mehr müssen Sie nicht haben. Und solche Ausdrücke, solche Rechtsausdrücke können auch an anderen Stellen stehen, zum Beispiel als aktuelle Parameterwerte oder als Rückgabewerte. Oder, sofern es sich um Ausdrücke vom Typ int handelt, können Sie auch Indizes angeben in einem Array. Und solche Ausdrücke kann man dann, wie wir es gesehen haben, beliebig komplex zusammensetzen. Im Gegensatz dazu, neben Rechtsausdrücken gibt es Linksausdrücke. Jeder Linksausdruck ist auch ein Rechtsausdruck, aber nicht umgekehrt. Was sind jetzt Linksausdrücke? Linksausdrücke sind dann logischerweise das, was bei einer Initialisierung oder Zuweisung links stehen kann, also zum Beispiel der Name einer Variablen oder der Name einer Array-Komponente, angesprochen durch Array-Name und Index, oder beispielsweise der Name eines Attributs, also die Stelle eines Attributes. Und genau darum geht es. Linksausdrücke sind solche, die auf Speicherstellen verweisen, denn links von einer Zuweisung muss ja irgendwas stehen, wo dann dieser Wert hineinkopiert wird. So, jetzt hatten wir bisher Ausdrücke haben Typ und Wert. Sie können, müssen aber nicht, sie können Seiteneffekte haben. Da sind Inkrement und Dekrement ein erstes einfaches Beispiel. Hier, was wir kennen bisher, war n++ und n-. Und das, was wir bisher als Effekt kennengelernt haben, ist eigentlich der Seiteneffekt. Der Seiteneffekt von n++ ist, dass n um den Wert 1 erhöht wird. Der Seiteneffekt von n-- ist, dass der Wert von n um 1 vermindert wird. Aber es sind auch Ausdrücke, die einen Wert zurückliefern. Und der Typ dieses Wertes ist eben der Typ von dieser Variablen. So, jetzt müssen wir uns genau verstehen, welcher Wert dann jeweils zurückgeliefert wird. Die Logik ist eigentlich eine ganz einfache und aus dieser Logik erklärt sich dann, was hier jeweils als Ergebnis rauskommt, was vielleicht zuerst, wenn man die Logik sich noch nicht vergegenwärtigt hat, erstmal ein bisschen merkwürdig aussieht. Nämlich folgendermaßen. Wenn ich plus plus n angebe oder minus minus n, bleiben wir bei plus plus n, wenn ich plus plus n hier angebe, dann wird zuerst der Wert in n um 1 erhöht und das Ergebnis ist dann der Rückgabewert. Also n war zuerst 12, plus plus n sorgt nicht nur dafür, dass in n jetzt die Zahl 13 steht, sondern als Ausdruck liefert er auch die 13 zurück und Rückgabewert des Ausdruckes, dieser Ergebniswert, wird dann hier auf dem Bildschirm ausgegeben. Wenn hingegen, so wie hier, n++, bleiben wir hier bei dem n-, wenn hingegen die Operation hinten nach dem Namen der Variablen kommt, dann wird nicht der neue, der dekrementierte Wert, sondern der alte Wert zurückgeliefert. Das erklärt, warum hier die 13 zurückgeliefert wird und nicht schon die 12, aber nach diesem Ausdruck ist tatsächlich der Wert in n von 13 auf 12 vermindert worden. Und wenn ich nochmal den Wert von n ausgebe, dann kommt da tatsächlich die 12 raus, wie erwartet. Zuweisungsbasierte Operatoren hatten wir eben schon bei der Zuweisung selber, sind ein weiteres Beispiel dafür, dass Ausdrücke Seiteneffekte haben können. Bis jetzt hat uns auch hier wieder nur der Effekt, den wir bis jetzt kennengelernt haben, ist tatsächlich der Seiteneffekt. Nämlich zum Beispiel hier bei e gleich f, dass die Speicherstelle e überschrieben wird, der Wert, der da drin stand, wird überschrieben durch den Wert, der in f steht. Beziehungsweise hier wird die Speicherstelle von d überschrieben mit dem ursprünglichen Wert von d multipliziert mit dem Wert, der jetzt in e steht, der vorher nur in f stand und so weiter und so fort, setzt sich das von rechts nach links durch. Wir haben schon gesehen, dass die Auswertungsreihenfolge von rechts nach links ist. Das heißt also, e gleich f ist ein Ausdruck, der einen Wert zurückliefert. Der Wert ist der Wert, der vorher nur in f stand und jetzt auch in e steht.
Der Typ ist der Typ von E. Das wird hier als Wert und Typ der rechten Seite hergenommen, multipliziert mit dem Wert von D. Das Ergebnis hiervon mit dem Typ von D wird dann weitergereicht und so weiter und so fort. Hier unten sehen Sie noch ein etwas anders gelagertes Beispiel, wo Sie keine solche Kette von zuweisungsbasierten Operatoren haben, sondern nur einen einzigen. Der Seiteneffekt ist, dass in x nach Ausführung dieses Ausdrucks, nach Auswertung dieses Ausdrucks, denn nicht mehr der ursprüngliche Wert von x steht, sondern der ursprüngliche Wert von x geteilt durch den Wert von y. Und der Wert, der zurückgeliefert wird und jetzt hier auf dem Bildschirm ausgegeben wird, ist dann der neue Wert, der in x steht, also der alte Wert von x geteilt durch den Wert von y. Ich hatte eingangs gesagt, dass Ausdrücke sehr viel zu tun haben mit primitiven Datentypen, aber es gibt auch Ausdrücke, die nichts mit primitiven Datentypen primär zu tun haben. Hier sehen Sie zwei Beispiele. Es geht um den Operator new. Haben wir auch schon gesehen, was das da mit Typ und Wert und Seiteneffekt zu tun hat. Jetzt nochmal systematisch gesagt, der Seiteneffekt von new y hier ist, dass ein neues Objekt vom Typ Y irgendwo im Computerspeicher eingerichtet wird und der Konstruktor dafür aufgerufen wird. Das ist der Seiteneffekt, hat aber auch einen Rückgabewert, nämlich die Anfangsadresse des neu eingerichteten Objektes. Diese Anfangsadresse, dieser Rückgabewert wird dann, haben wir immer so gemacht, mit der Zuweisung hier dann dieser Referenz zugewiesen. Das heißt, der Rückgabewert dieses Ausdrucks ist die Adresse. Und der Typ ist einfach hier, der zurückgeliefert wird, der Typ von Y, der implizit konvertierbar ist in den Typ von X, wenn X, so ist es hier gedacht, wenn X Basisklasse von Y ist. Und dasselbe auch hier mit Array, völlig analog. New liefert ein Array-Objekt zurück und der Typ ist Array von Int. Und der Wert, der zurückgeliefert wird, ist die Anfangsadresse des neu eingerichteten Array-Objektes und die wird wieder hier durch Zuweisung der Referenz B zugewiesen. Also hier schließt sich so langsam der Kreis, so langsam fügen sich die Dinge, die wir bisher als separate Sachen gesehen haben, zusammen. Hier noch ein weiteres Beispiel für Seiteneffekte, nämlich wir haben hier eine Methode, die etwas zurückliefert, also hat einen Typ int und einen Wert 2 mal n, hat aber auch einen Seiteneffekt, nämlich die Ausgabe auf dem Bildschirm. Und wenn eine Methode void ist, wenn sie nichts zurückliefert, dann interessiert uns natürlich nur das, was hier oben ein Seiteneffekt in diesem Ausdruck wäre. Also ein Aufruf von M1 wäre ein Ausdruck mit Typ und Wert und einem Seiteneffekt. Und bei Void-Methoden haben wir eben nur einen solchen Seiteneffekt. Void-Methoden, Aufruf von Void-Methoden sind keine Ausdrücke, weil sie keinen Typ und keinen Wert haben. Hier nochmal ein Beispiel dafür und mit diesem Beispiel beenden wir dieses Video.